Heute zeige ich dir die vier wichtigsten Arbeitsschritte beim Abmischen und wir starten genau jetzt. Hallo, ich bin Martin von songwriteronline.com und auf diesem Kanal lernst du, wie du bessere Musikproduktion von zu Hause aus machst. Wenn dich das interessiert, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und vor allem auch die Glocke reinhaust, damit du kein neues Video mehr verpasst. Wenn ich mich mit euch per E-Mail austausche, taucht unter anderem eine Frage immer wieder auf und die ist: Gibt es das perfekte Mixing-System? Das mit dem perfekten Mixing-System ist ein bisschen schwierig, weil jeder mischt ein bisschen anders und beim Lernen entwickelt auch jeder andere Vorlieben, wie er einen Mix anfängt und wie er genau abmischt und was er nacheinander macht. Aber meines Erachtens gibt es vier wichtige oder sehr wichtige Arbeitsschritte, auf die du besonderes Augenmerk legen solltest. Wenn du das machst, dann hast du einen guten Mix schon halb in der Tasche. Welche vier Arbeitsschritte das sind, das erkläre ich dir jetzt im Projekt. Viel Spaß! Okay, fangen wir mal an mit Schritt Nummer 1 oder Technik Nummer 1 und das ist das richtige Ausbalancieren deiner Spuren bzw. ein ordentlicher Basismix. Jetzt denkst du dir vielleicht, oh, das richtige Ausbalancieren der Spuren, das ist doch uralt, das weiß doch inzwischen jeder. Aber glaub mir, ich weiß dadurch, dass ich sehr, sehr viele Mixbeurteilungen mache, dass genau da oft der Hund begraben liegt, wenn es Probleme beim Mixing gibt. Deswegen rate ich dir dringend, nimm dir zwischen 10 Minuten und 30 Minuten, je nachdem wie groß dein Mixing-Projekt ist, wirklich Zeit, um einen ordentlichen Basismix zu erstellen. Das bedeutet, dass du die Spuren von den Lautstärkeverhältnissen untereinander richtig anpasst, sodass der Gesang zum Beispiel schön vorne drin ist, das Snare Drum und Bass Drum und Bass eine gute Rhythmusgruppe bilden, dass die Gitarren nicht zu laut sind und so weiter. Dass sich lautstärkemäßig die Elemente nicht überlagern und dann auch ganz wichtig natürlich das Panning, das Verteilen der Spuren im Stereofeld. Auch hier solltest du darauf achten, dass du zum Beispiel Instrumente, die beide die gleiche Melodie spielen, wenn ein Piano und eine Gitarre die gleiche Melodie spielen, ist es meistens die bessere Idee, diese beiden Elemente auseinander zu pennen, als sie im Stereofeld an den gleichen Platz zu pennen, weil da stehen sie sich meistens nur auf den Füßen rum und das gibt später Probleme im Mix. Auch Gitarren, gedoppelte Gitarren, die das gleiche spielen, solltest du auseinander pennen und so weiter. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du deinen Basismix, deinen Grundmix hier ordentlich und gewissenhaft machst, denn du sparst dir dadurch wirklich später sehr, sehr viel Zeit und legst den Grundstein für einen richtig guten Mix. Technik Nummer 2 wäre die richtige EQ-Bearbeitung. Der EQ ist dein mächtigstes Tool beim Mixing, würde ich mal behaupten. Und ich zeige dir mal, wie viel Unterschied ein Mix, der mit EQ bearbeitet ist, zu einem Mix macht, der nicht mit EQ bearbeitet ist. Ich lasse den Mix hier laufen und dann schalte ich alle EQ-Bearbeitungen in diesem Mix hier aus und du wirst dann sehr schnell den Unterschied feststellen. Also das finde ich immer wieder beeindruckend, was man alleine mit EQ aus so einem Mix rausholen kann. Deswegen behaupte ich auch, es ist dein wichtigstes Mixing-Tool überhaupt. Du hast jetzt also gehört, wenn ich die EQ-Bearbeitung im kompletten Mix abschalte, bis auf hier einen Equalizer war es, glaube ich, das ist nicht so wichtig, aber wenn ich die komplette EQ-Bearbeitung in meinem Mix abschalte, dann klingt der Mix in diesem Fall dumpf und mumpfig und man hört die einzelnen Elemente auch nicht mehr so gut. Er klingt nicht wirklich transparent. Du kannst die in Instrumente nicht so gut auseinanderhalten und du hast mehr oder weniger so einen Klangmatsch. Ich weiß, dass EQ immer noch eins der verwirrendsten Effekte oder Plugins ist für Mixing-Anfänger, aber lass dir da viel Zeit und schule dein Gehör und nimm vielleicht hier einfach als Daumenregel, dass du eher einen subtraktiven EQ verwenden solltest und dann erst einen additiven EQ. In normalem Deutsch heißt es, versuche immer erst Frequenzen abzusenken, die nicht gut klingen oder die dich stören im Mix oder die sich überlagern und versuche dann Frequenzen anzuheben, um ein Instrument in einem bestimmten Frequenzbereich zu unterstützen. Das wäre so die grobe Regel, die du anwenden kannst. Ich setze den EQ übrigens in den allermeisten Fällen vor dem Kompressor ein. Und damit kommen wir auch schon zur Technik Nummer 3 und das ist der Einsatz von Kompression. Und hier machen wir auch mal das gleiche Experiment. Ich lasse den Mix laufen und dann schalte ich die kompletten
Bearbeitung mit Kompression hier ab auf die Einzelspuren und auch auf den Gesamtmix. Und dann hören wir uns mal den Unterschied an, was passiert, wenn ich die komplette Kompressionsbearbeitung hier abschalte. Ich muss sagen, mit Kompressionsbearbeitung ist es hier insgesamt jetzt ein bisschen lauter geworden. Auch das ist aber auch kein Verbrechen. Aber du hast schon gehört, dass der komplette Druck rausgenommen wird, wenn ich hier die Kompressionsbearbeitung abschalte auf allen Spuren und auch auf dem Masterfader. Also es fehlt der Druck und der Mix klingt auch nicht mehr so kompakt. Es ist fast so ein bisschen, wie wenn der Mix auseinanderfällt. Und damit kommen wir zur Mixing-Technik Nummer 4, die ich für besonders wichtig halte. Und das ist das Benutzen von Referenzmixen. Referenzmixe sind eine wunderbare Sache und sind wirklich ein Segen. Du hast heutzutage Tausende oder Hunderttausende von Songs, die dir gut gefallen und die professionelle Produktion sind. Und von denen kannst du dir über ein Match-EQ zum Beispiel die Frequenzkurve klauen und damit deinen Mix in vielen Fällen ein bisschen professioneller oder besser klingen lassen oder zumindest an die Frequenzkurve eines professionellen Songs anpassen. Das probieren wir jetzt hier auch mal. Ich habe hier ein Match-EQ, das heißt, ich habe einen Referenzsong, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher das hier jetzt war, einen Referenzsong genommen und habe ihn die Frequenzkurve meines Mixes an die Frequenzkurve des professionellen Mixes angepasst. Ich habe hier 39% gewählt und ich könnte auch hier wesentlich höher gehen und hier gleicht er die Frequenzkurve meines Mixes an die Frequenzkurve des Referenzmixes an. Das schalten wir gleich mal zu. Und das zweite Element, das ich jetzt noch gar nicht so lange benutze, ist Bassroom oder Bassroom. Und mit Bassroom kannst du die Frequenzkurve deines Mixes im Low-End-Bereich an Referenzmixe oder einfach an Presets anpassen. Ich schalte die auch erstmal ab und dann schalte ich sie zu. Ich finde, auch hier finde ich es beeindruckend, was ist jetzt hier keine starke Frequenzanpassung. Es sind hier jetzt ein paar dB angehoben, 3-4 dB hier in den Höhen und Präsenzen, also zwischen 5 kHz, 10 kHz hier noch ein bisschen. Und hier ist ein bisschen Schmutz wahrscheinlich hier rausgezogen. Also es sind jetzt keine wahnsinnigen EQ-Bearbeitungen, aber so ein EQ auf dem Mixbass ist auch ein wirklich mächtiges Instrument, mit dem du deinen Mix über einen Frequenzmatch mit einem Referenzmix massiv anpassen kannst. Und ich mache es jetzt eben seit neuestem so, dass ich hier bei diesem Match-EQ die Frequenzkurve nur bis so circa 100, 120 Hertz anpasse und den Rest lasse ich dann Bassroom erledigen. Der greift hier ein ab, also bei 320 Hertz, ja, bei 160 oder 180 Hertz greift er ein und kümmert sich dann noch um den Low-End-Bereich. Und so kann ich recht gut meinen Mix an einen Referenzmix im Low-End und auch im High-End und in den anderen Frequenzbereichen anpassen und dadurch auch nochmal ein bisschen besser machen. Wenn du dich für diese beiden Plugins, also Bassroom und Match-EQ interessierst, dann schau dir doch mal diese beiden Videos an. Da erkläre ich dir beide Plugins und deren Anwendungsmöglichkeiten ganz genau. Und falls du noch weitere Mixing-Tipps möchtest, dann rate ich dir, meine 12 wichtigsten Mixing-Tipps runterzuladen. Die findest du unten in der Beschreibung. Ansonsten hoffe ich, dir hat es gefallen. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben oder über ein neues Abo freuen. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.